Hallo liebe Arcada Club Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Tutorial zur Affinity Photo Version 2 und es ist notwendig, dass wir uns vielleicht ein paar Tastendrücke einfach mal merken, denn die sind sehr, sehr hilfreich. Zum Beispiel, um ständig hier oben in dieses Verschieben-Tool zu kommen, kann man die Taste V drücken und das wird auch eingeblendet, wenn man die Maustaste über dem Symbol halt einfach stehen lässt, dann steht da Verschieben, das ist der Name des Werkzeugs und die Taste V schaltet das ein und schaut mal, hier oben gibt es auch noch so ein Ansichtswerkzeug, H heißt das. Und das kann man eben auch drücken. H bedeutet, dass ich hier die Ansicht verschieben kann mit so einer Hand. Ja, ihr seht, die Hand ist jetzt hier oben auch eingeschaltet. Und V bedeutet, dass ich einzelne Objekte anklicken kann und die eben verschieben kann. Also Unterschied ist, hier kann man das ganze Bild verschieben mit H und mit V einzelne Objekte. Und die sollte man sich merken. V zum Beispiel für verschieben kann man sich gut merken. Für H als Hand kann man sich das vielleicht auch ganz gut merken. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie man Objekte skalieren kann und rotieren kann. Da gibt es verschiedene Arten. Zum Beispiel hier, wenn ich solch einen Stein unten an der Ecke anfasse, dann haben wir schon kennengelernt. Wenn ich das hier verschiebe, diesen Punkt, dann verändern sich die Breiten und die Höhen im gleichen Verhältnis. Der Stein bleibt also in seiner Proportion erhalten. Und was das Tolle ist, auch die Auflösung des Bildes, das daraus entsteht, wird neu berechnet. Also, wenn ich hier einen Stein in bester Qualität habe und den jetzt verkleinere, dann würde in jedem anderen Grafikprogramm diese Verkleinerung neu berechnet werden. Und wenn ich dann wieder daraus eine Vergrößerung mache, dann wäre die Struktur des Steines kaputt. Das ist aber bei Affinity nicht der Fall, weil Affinity immer aus dem Originalbild, was wir gar nicht sehen, was im Hintergrund irgendwo im Speicher ist, immer die Größe berechnet, die wir hier gerade einstellen und eben haben wollen. Und das ist das Tolle an Affinity, dass wir eben davon ausgehen können, egal wie wir die Objekte hier vergrößern, verkleinern, wir haben immer eine perfekte Qualität. So, und dann können wir hier an den Seiten anfassen. Und ihr seht, sobald wir das machen, dann verändert sich das Breiten- und Höhenverhältnis nicht mehr zusammen, sondern dann haben wir eine sogenannte nicht proportionale Vergrößerung. Aus dem Stein wird quasi hier so ein flacher Felsen. Und das Gleiche können wir hier an den Rändern machen und den dann so richtig zusammenstauchen. Das will man aber meistens nicht, deswegen drücken wir hier mal ein paar Mal Command Z, bis wir wieder an der Stelle sind, wo wir ursprünglich waren. Also die meisten werden proportional vergrößern, aber es kann eben schon mal sein, dass man eben auch in die andere Richtung vergrößern will. Das kann man hiermit machen. Und dann kann man Objekte auch rotieren, indem man hier oben an diesem Anfasser anfasst und dann eben hier die Rotation der Ebene einstellt. Dabei kann ich auch die Umschalttaste gedrückt halten, dann passiert das Ganze hier in 15 Grad Winkeln. Das haben wir ja schon kennengelernt, das kann man eben auch hier unten unter dem Transformieren-Tool einstellen. Wenn wir hier mal reinschauen, schaut mal, wenn ich jetzt hier auf diese Rotation unten klicke und das Objekt rotiere, schaut mal, wo das jetzt rotiert, nämlich an dieser einen Ecke, die ich dort habe. Und das ist tatsächlich hier drüber eingestellt, über dieses Feld, was wir hier sehen. Da kann ich den Punkt angeben, über den ich rotieren möchte. Und das ist in dem Fall hier dieser Punkt. Ich kann also auch sagen, ich möchte im Zentrum rotieren. Dann gebe ich das ein und drücke anschließend Zentrum. Dann haben wir letztendlich das, was wir auch hatten, als wir hier an dem Anfasser angefasst haben. Und so können wir jede Kante hier oben angeben und über diesen Punkt eben entsprechend rotieren. Das kann schon mal praktisch sein, wenn man manche Objekte eben anders anordnen möchte. So, und dann gibt es noch eine Besonderheit. Wir können das Objekt nämlich auch scheren. Und um das zu bekommen, gehen wir hier etwas mit der Maus weiter rüber. Schaut mal, wenn wir ein Stück weiter rüber fahren, verändert sich der Mauszeiger plötzlich und wir können jetzt das Objekt hier so parallel scheren, nennt man das. Also ein bisschen so in diese Achse verschieben. Das ist auch manchmal ganz hilfreich. Und um das auf beiden Seiten zu machen, gehe ich hier rüber auf das Tool, halte die linke Maustaste gedrückt, um das zu machen. Und wenn ich dabei jetzt die Command-Taste drücke, dann passiert das auf beiden Seiten. Seht ihr das? Das ist also sehr, sehr schön, weil man damit eben wirklich vom Zentrum heraus diese Eigenschaften verändern kann. Das gilt übrigens auch für die Größe. Wenn ich hier skaliere und die Command-Taste festhalte, dann skaliere ich aus dem Zentrum heraus. Das kann man also damit auch wunderbar machen, einfach die Command-Taste gedrückt halten. Das sind also schöne Eigenschaften. Jetzt schauen wir uns noch was Besonderes an. Und zwar, wenn man mehrere Ebenen anwählen will. Das können wir machen, indem wir eine Ebene anklicken, die Command-Taste gedrückt halten und weitere Ebenen in die Selektion aufnehmen. Schaut mal, jetzt ist hier so ein großer Rahmen um alle Objekte erschienen. Aber auch jedes einzelne Objekt, das ich hier in der Ebene angewählt habe, hat einen blauen Rand. Wenn ich aber jetzt diesen großen Kasten hier bewege, dann rotiere ich hier alle Steine um den Mittelpunkt, alle, die in der Selektion vorhanden sind. Das ist also sehr praktisch, gilt übrigens auch fürs Skalieren. Wir können also damit alle gleichzeitig groß und klein stellen. Aber wie wäre es, wenn wir eben nur die einzelnen
selektierten Objekte im gleichen Winkel zum Beispiel drehen. Dazu kann man hier oben auf dieses Tool klicken, Objekt separat transformieren. Und nun ist eins dieser Objekte hier angewählt und das, was ich jetzt hier an diesem Objekt mache, wirkt sich auf die anderen Selektierten auch aus. Ja, also ich kann hier die Rotation verändern, die Skalierung verändern und alle in der Auswahl sind gleich betroffen. Übrigens, hier merkt ihr plötzlich, ist an der Ecke das proportionale Verhältnis nicht mehr erhalten geblieben. Das kann man aber auch erreichen, indem man die Umschalttaste gedrückt hält, während man mit der linken Maustaste hier dran rumdreht. Dann bleibt nämlich auch das Seiten- und Höhenverhältnis erhalten. Also damit können wir hier eine wunderbare Veränderung machen. So, wenn wir hier wieder draufklicken, ist wieder der Rahmen angewählt. Und falls ihr hier diese separate Form habt und wollt jetzt ein anderes Objekt als dieses angewählte hier für die Rotation verwenden, dann könnt ihr das in der Ebene einfach anwählen, indem ihr eins dieser Objekte in der Selektion mit der Option-Taste einfach anwählt. Ja, dann seht ihr, ist dieses plötzlich ausgewählt. Hier das Gleiche. Ja, dann kann man also hier, ohne die Selektion hier zu verändern, nochmal Objekte anwählen. Einfach die Option-Taste gedrückt halten. Denn wenn man hier einfach reinklickt, dann seht ihr, ist die Selektion nicht mehr da. Also insofern muss man da schauen, dass man da eben dann eben die Option-Taste drückt, um das hinzubekommen. Ja, das sind also grundlegende Prinzipien, mit denen man hier die Objekte verändern kann. Und es ist sehr praktisch, vor allen Dingen hier, wenn man eben in einer Gruppe alles rotieren möchte, dann ist diese Eigenschaft natürlich hier fantastisch, weil man damit ganz schnell alle Objekte entsprechend hier hinsetzen kann, verschieben kann, anordnen kann. Und wenn man dann damit fertig ist, kann man die einzelnen Objekte auch nochmal hier platzieren, separat anordnen und sich so eine schöne, schnelle Bildcollage zusammenstellen. Also das ist nochmal eine wichtige Grundlage. Und merken wir uns, V selektiert hier einzelne Objekte und H dient dazu, alles zu verschieben. Und merken wir uns doch direkt noch eine Taste, wenn wir hier was verschoben haben, können wir mit Command-Taste und 0 alles wieder in die Mitte bringen und auf die Seitengröße vergrößern. Und Command-Minus verkleinert Dinge, Command-Plus vergrößert den Bildschirm. Damit kann man hier das Ganze kleiner machen, Command 0 wieder auf die Größe setzen. Sind also wichtige Tasten, mit denen man gut und schnell arbeiten kann, zusammen mit der Maus. Das soll es schon mal gewesen sein für diesen Teil und wir schauen uns natürlich an, was es noch Spannendes gibt in Affinity Photo.